Arena live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen. Ich darf Sie begrüßen bei Fellner Live. Immer die Sendung mit den spannendsten Interviews und mit den aufregendsten Studiogästen. Und manchmal sind die eben auch nicht im Studio, so wie heute. Denn heute ist uns wieder ein ganz besonderer Mann zugeschaltet. Er ist quasi so ein bisschen ein Held geworden aufgrund seiner unfreiwilligen Geschichte. Die Rede ist von Robert Moser, jener Mann, der arbeitsmäßig in China unterwegs war und dort vom Coronavirus in die Enge getrieben wurde, eine gerade noch Flucht aus China geschafft hat vor dem Virus und jetzt seit fast 2 Wochen in Quarantäne in Wien sitzt, an einem Ort, der immer noch streng geheim ist. Seine Telefonnummer zum Glück nicht, denn die haben wir. Und wir haben ihn natürlich auch heute wieder angerufen und wollen wissen, wie es ihm denn geht, jetzt im Final Countdown von der Quarantäne. Einen schönen guten Abend, Herr Moser. Sie sollten mich bereits hören können. Grüß Gott. Herr Moser, Sie klingen so fröhlich. Es wirkt fast so, als wäre die Quarantäne ein Spaziergang. Wie geht es Ihnen denn aktuell? Ja, es ist, das Licht am Ende des Tunnels wird immer heller und natürlich damit steigt die Motivation und die Lebensfreude und so weiter steigt natürlich ins Unermessliche. Mir kommt ja quasi vor, dass wir erst gestern das letzte Mal miteinander telefoniert haben. Ich kann mich noch gut erinnern, wie es war, als Sie damals in China festgesessen sind. Sie waren in unserem ersten Telefonat, waren Sie noch eigentlich guter Dinge, haben gesagt, na, Sie glauben, Sie werden da schnell rauskommen. Im zweiten Telefonat hatten Sie wirklich schon ein bisschen Angst. Wie haben Sie denn jetzt in den letzten 2 Wochen über das Ganze nachgedacht? Weil ich glaube, man muss das ja irgendwann einmal erst anfangen zu verarbeiten. Man sitzt dann in einem Land fern der Heimat fest, hat womöglich keine Chance mehr rauszukommen, muss um sein Leben zittern, weil dort ein gefährlicher Virus die Runde macht. Hatten Sie jetzt eigentlich genug Zeit, dass Sie alle diese Eindrücke wirklich in Ruhe verarbeitet haben? Haben Sie viel darüber nachgedacht, was Ihnen da eigentlich alles passiert ist auf Ihrem Abenteuer? Ja, natürlich hat man da viel Zeit, über so eine Sache nachzudenken, aber auch beide Seiten der Medaille anzuschauen, wie gut es uns eigentlich da in Europa geht oder überhaupt in Österreich, wie gut es uns da geht, wie gut, dass wir da aufgehoben sein, auch wenn so eine Fälle sein, wie da geholfen wird, wie man da weitergebracht wird. Auf der anderen Seite, unten in China, sind die Leute, ja, haben nichts zum Essen, sitzen schon seit Wochen in den Apartments fest. Ja, das ist unbeschreiblich, was man da sieht und was man da alles verarbeiten muss oder verarbeitet hat. Ja. Wie war da jetzt eigentlich Ihre persönliche Gefühlswelt innerhalb von diesen 2 Wochen? Ich kann mir vorstellen, am Anfang einmal Erleichterung, dann einmal wirklich froh, dass man auch in Ruhe ausschlafen kann, dass man eben nicht überall hingezerrt wird und überall erzählen muss, wie es einem gegangen ist. Aber irgendwann kommt dann doch der Lagerkoller oder besser gesagt der Quarantänekoller. Wie ist es Ihnen denn gegangen während der Zeit? Wie hat Ihr Alltag da so ausgesehen in den letzten 2 Wochen? Wie war das so? Ja, der Alltag, es ist, Gott sei Dank haben immer wieder Freunde angerufen oder man hat viel telefoniert, aber auch im Internet nachgeschaut, wie es eben in China unten ausschaut, wie die Zahlen sein. Ja, zwischendurch habe ich einmal Dachziegel gezählt bei den Häusern, die was da rundherum sein, oder Schornsteine habe ich gezählt. Man ist da ganz erfinderisch. Ja, ein bisschen Training, Gymnastik habe ich gemacht zwischendurch. Ja. Sie schauen auch wirklich fit aus, Herr Moser. Also ich muss sagen, eigentlich bekommt Ihnen die Quarantäne gut. Sie schauen sehr erholt aus, ja. Aber Sie haben gerade angesprochen den Punkt mit der Langeweile. Ich kann mir vorstellen, dass das schon irgendwie wirklich gewaltig ist, wenn man da jetzt wirklich den ganzen Tag sitzt und wartet. Wie kann ich mir vorstellen, hat so Ihr Tagesablauf ausgeschaut? Sie sind wann aufgestanden? Um 5 in der Früh wahrscheinlich schon, weil Sie immer ausgeschlafen sind? Oder wie war das? Nein, meistens habe ich bis aus 7 geschlafen, dann bin ich noch eine Stunde im Bett geblieben und habe ein bisschen nachgedacht. Dann bin ich aufgestanden, wenn das Wetter schön war, habe ich das Fenster aufgemacht und habe ein Sonnenbad genommen. Deswegen schaue ich auch relativ gut aus. Dann habe ich mir einen Kaffee gemacht und dann habe ich was gefrühstückt und ein bisschen Zeitung gelesen und dann habe ich natürlich daheim mit den Lieben telefoniert oder Video gechattet. Und ja, da bringt man die Zeit wohl ganz leicht um. Und dann hat man sich überlegt, was zum Mittag etwas sein werden. Dann ist das Mittagessen gekommen. Nach dem Mittagessen gibt es natürlich das Mittagsschläfchen, also ein Halbstündel oder so. Und dann nach dem Mittagsschläfchen, ja, vielleicht ein bisschen Gymnastik oder irgendwas. Und dann wieder mit Freunden telefonieren oder im Internet ein bisschen nachschauen oder schon irgendwas schauen. Ja, und so geht die Zeit wohl um. Und dann kommt wieder das Abendessen nachher. Und dann kann man sich auf das konzentrieren und auf Nacht wieder irgendwas. Nein,
es ist eigentlich ganz gut umgegangen alles zusammen, ja. Ja, jetzt, wo es vorbei ist, glaube ich, dass Sie da irgendwie schon ein bisschen besserer Dinge sind. Aber wie kann ich mir das vorstellen? Haben Sie irgendeine Form von menschlichen Kontakt gehabt? Gab es da jemanden, wo Sie einmal wirklich eine Hand gespürt haben, Hautkontakt hatten? Oder waren alle immer nur total vermummt, wenn Sie zu Ihnen ins Zimmer gekommen sind? Wie war denn das? Nein, das war eigentlich auch so, dass man überhaupt keinen Kontakt gehabt hat. Gerade wenn das Essen gekommen ist, dann hat man sich natürlich gemusst schützen. Das Essen ist vor die Tür gestellt worden, hat man die Tür aufgemacht, hat das Essen hereingeholt und das war es dann schon wieder. Heute in der Früh ist ein Robe gelandet auf meinem Fensterbrett. Das war eigentlich meine nächste Gelegenheit, jemanden zu treffen. Ja, so ein Kolchrobe war das. Mal, es ist aber eigentlich, es klingt jetzt so simpel, wenn man es hört und man denkt sich, mein Gott, 2 Wochen einmal keinen Kontakt zu anderen Lebewesen, aber kriegt man da denn nicht dann doch irgendwann einmal so einen Koller, wo man sich denkt, ich mag nicht mehr, ich mag es ja raus, jetzt renne ich einfach davon, das kann ja nicht sein. Entwickelt man nicht irgendwann auch einmal eine gewaltige Wut gegen die Situation, weil sie sind ja doch eingesperrt, das ist eine Freiheitsberaubung, ja, zwar eine, die notwendig war, aber man wird ja doch in seiner Freiheit wesentlich eingeschnitten und das muss doch unglaublich mühsam sein, da muss man doch irgendwann einmal richtig wütend werden auf die Situation. Haben Sie nie gedacht, jetzt schmeiße ich ihn, jetzt renne ich davon? Nein, einfach durch die Situation, man weiß ja, warum man da herinnen ist. Ich habe nicht irgendwas verbrochen, sondern es ist ja, es könnte ja sein, dass sie irgendeinen Erreger mitgezahlt haben und so viel das Selbstbewusstsein und das Bewusstsein für die Bevölkerung rund um mich herum ist natürlich da und da gebe ich mich gerne in die Quarantäne und kläre das bis zum Letzten ab, weil ich bin ja jetzt eigentlich einer der wenigen Österreicher, die was wirklich zertifiziert Coronavirus frei sind. Das können ja nicht so viele Leute von sich behaupten. Ne? Da haben Sie allerdings recht. Wie war denn das eigentlich so für Sie selbst? Sie haben in unserem allerersten Gespräch, haben Sie mal gesagt, Mai, ich bin ein Tiroler, ich bin hart im Nehmen. Und dann aber, wenn man wirklich jetzt 2 Wochen in Quarantäne sitzt und jeden Tag darüber nachdenken muss, ob man vielleicht beim nächsten Bluttest jetzt doch das Virus hat, ob es doch entdeckt wird, bei jedem Temperaturmessen muss man zittern, um Himmels Willen, vielleicht ist heute höher als wie normal. Haben Sie da auch ein bisschen Zeit gehabt, darüber nachzudenken, über den Satz, was wäre wenn? Über den denkt man doch definitiv einmal nach, wenn man hört, dass da die Opferzahlen immer weiter steigen, immer mehr Tote, immer mehr Infizierte, die mit dem Virus nicht nur in China, sondern weltweit unterwegs sind. Haben Sie da irgendwie mal drüber nachgedacht, über den Gedanken, was wäre, wenn ich den Coronavirus hätte? Na, wie gesagt, ich fühle mich gut und solange ich mich gut fühle, ist das ja alles kein Problem, brauche ich auch keine Angst haben und wie gesagt, ich glaube nicht, dass der Coronavirus, wenn man den in Europa hat, dass das so eine Auswirkungen hat, als wie wenn man den in China hätte. Einfach meine Angst war in China immer, dass ich irgendwo in ein Krankenhaus komme, in ein überfülltes, wo schon auch allerhand Sachen sein mit dem, was man sich dann noch zusätzlich anstecken kann. Aber das jetzt direkt da in Europa, ist das eigentlich meine Angst sehr begrenzt gegenüber dem Coronavirus. Da höre ich auch schon ein bisschen raus, dass das ein verstecktes Kompliment ist an die Gesundheitseinrichtungen, in der Sie sich aktuell befinden. Sie verraten es mir ja noch immer nicht, was ich Ihnen äußerst übel nehme. Alles, was ich weiß, ist, dass es ein Ort ist mit einem schönen Ausblick. Also das hat man Ihnen zumindest zugestanden, ein großes Fenster, was Sie auch öffnen können, hoch über den Dächern von Wien. Also eine Vermutung haben wir dann natürlich. Ja, also ich würde aufs AKH tippen, weil das ist ja relativ hoch. Aber wie gesagt, Sie verraten natürlich nichts. Wenn Sie jetzt sich diese Gesundheitseinrichtungen in Österreich anschauen, auch die, in der Sie aktuell sind. Sind Sie da schon ein bisschen stolz drauf, dass wir so ein gutes Gesundheitssystem haben? Ist das was, was einem in der Nacht schlafen lässt, weil man weiß, man ist wirklich in den besten Händen? Hat Sie das beruhigt? Ja, natürlich hat mich das sehr beruhigt. Und das ist, wenn man immer in Österreich ist, dann ist das eigentlich jemandem nicht so wirklich bewusst. Bewusst wird das erst jemandem, wenn man im Ausland unterwegs ist und wenn man sieht, wie dort die Zustände sind oder wie dort das Gesundheitssystem generell läuft. Und da, ja, ich sage es immer wieder, wir leben in einem Land der 10 besten Länder der Welt und ja, das muss man einfach wirklich einmal zu schätzen wissen, ja. Und wären Sie jetzt bereit, dass Sie sagen, Sie reisen noch einmal nach China oder ist Ihre China-Lust für immer und ewig versiegt? Oder wie lange, glauben Sie, würden Sie sich Zeit lassen, bis Sie jemals wieder zurückgehen oder sagen Sie, naja, sobald da die Lage entspannt ist, fahre ich sofort wieder hin? Bleibt da so ein bisschen ein Schreck in den Knochen sitzen, wenn man sowas miterlebt hat? Ich vergleiche das immer mit dem Skifahren. Wenn man einmal in die Berge geht und man geht Skifahren und nebenan geht eine Lawine ab,
ja, dann sieht man die Gefahr, respektiert man die Gefahr, hat Achtung vor der Gefahr, aber deswegen hört man nicht auf zum Skifahren. Und so ist halt mit meiner Arbeit genauso. Da unten ist eine Baustelle fertig zu machen und irgendwann, wenn die Lage wieder vor Ort gut ist und wenn sie sicher ist, dann werden wir da sicher zurück müssen und die Anlage fertig bauen. Herr Moser, noch einmal schlafen und dann ist zwar nicht das Christkind da, aber so gut wie, dann haben Sie Ihre Freiheit wieder. Was machen Sie denn jetzt in den letzten Stunden? Haben Sie sich da irgendwas überlegt, wo Sie gesagt haben, auf das freue ich mich schon die meiste Zeit, ich sitze jetzt da und zähle die Stunden runter oder ich weiß nicht, jede Stunde ein Stückchen Schokolade, bis die Tafel aufgegessen ist. Was machen Sie denn jetzt in dieser letzten Zeit, die Sie haben? Glauben Sie, dass Sie heute überhaupt schlafen können? Weil die Aufregung muss ja groß sein, dass Sie morgen endlich rauskommen, endlich Ihre Familie wiedersehen, Ihre Lieben in den Armen halten können, ein Puzzle von der Gattin kriegen und einfach nur happy sein können. Wie nervös sind Sie und wie werden Sie da die nächsten Stunden jetzt umbiegen, wie der Tiroler sagen wird? Ich werde es ganz relaxed angehen, ich werde mich ganz fein ins Bett einkuscheln und schön träumen und morgen nimmt dann eh alles seinen Lauf und dann kann ich meine Lieben daheim wieder in die Arme schließen. Was haben Sie sich denn vorgestellt, was Sie als erstes machen, wenn Sie heraus sind wieder aus der Quarantäne? Haben Sie gesagt, gehen Sie da Eis essen oder ist es vielleicht zum Genesen oder was wollen Sie machen als erstes, wenn Sie draußen sind? Ich glaube, ich werde mal irgendwo auf den Berg aufgehen und einmal übers Land, ins Land einlosen, wie man bei uns so schön sagt. Jetzt müssen Sie mir erklären, was ist ein einlosen? Das kenne ich gar nicht. In das Land hineinhorchen, hineinsehen und hineinhorchen. Und schauen, wie schön, dass wir das daheim haben da in Osttirol. Also man hört ganz viel große Dankbarkeit und man merkt natürlich auch, dass es Sie heim nach Osttirol zieht. Ich hoffe sehr, Herr Moser, dass wir Sie morgen noch einmal genau hier im Studio begrüßen dürfen. Ich würde mich echt freuen, wenn wir zwei Schnapsal trinken auf all das, was Ihnen passiert ist und das so günstig und glimpflich ausgegangen ist. Also Herr Moser, ich hoffe, wir sehen uns morgen hier im Studio und ich wünsche Ihnen heute auf jeden Fall wirklich eine schöne, gute Nacht, eine letzte gute Nacht und freue mich für Sie, dass Sie das jetzt echt überstanden haben. Sie sehen es nicht, aber ich kriege echt ein bisschen eine Gänsehaut, weil das ist schon gewaltig, was Sie da durchgemacht haben. Die psychische Belastung und ich ziehe ehrlich meinen Hut vor Ihnen, dass Sie immer noch lachen können, immer noch so eine gute Laune haben und ich hoffe auch die Zuschauer zu Hause kriegen das mit, wie positiv Sie darüber kommen. Also ich glaube, Ihre Energie zu spüren, Ihre positive. Es macht viel Spaß, mit Ihnen zu reden und zu sehen, dass Sie Ihren Mut nicht verloren haben. Vielen Dank. Dann hoffen wir eben, den Herrn Moser morgen hier begrüßen zu dürfen bei uns auf OE24TV. Wir wünschen ihm jetzt noch eine gute letzte Nacht. Der kann die hoffentlich genießen. Und morgen ist es dann für ihn soweit. Dann kommen Familie, Freunde, holen ihn ab und dürfen endlich mit dem Robert Moser feiern, dass dieses Abenteuer mit dem Coronavirus heil überstanden wurde. Ja, wir informieren Sie natürlich auch weiterhin über alle Entwicklungen zu diesem Thema. Denn auch wenn es für den Robert Moser glimpflich ausgegangen ist, so gibt es viele Menschen weltweit, die noch nicht ganz so glimpflich davongekommen sind. Immer noch steigen die Fälle der Infizierten und immer noch gibt es Menschen, die auf einem Kreuzfahrtschiff nahe Japan festsitzen und noch nicht heruntergehen konnten. Also alles in allem hält Corona auch weiterhin die Welt und vor allen Dingen Österreich in Atem. Wir auf OE24TV informieren Sie dazu immer in Echtzeit und haben alle weltweiten Informationen dazu. Jetzt darf ich mich von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem weiteren Programm hier.